Moment, Moment, ich musste mal kurz hier was machen, wo hier gerade so viele Autos sind. Ich habe ja noch so einen Benzinkanister. Ich wusste, dass du willst, Junge! Wieso? Du hast doch zuerst geschossen! Ich habe gar nicht geschossen! Doch, du hast mich jetzt gerade angeschossen. Ich wollte nur schon mal auf dich. Ich schieß nicht auf dich, Brom. Ja. Ich hab's aber selber nicht, dass du das nicht tust. Wieso sieht alles aus? Du schießt ja, aber du hast ja trotzdem deine Waffe. Alter. Ja, boah! Abgang, Junge. Der wird sofort ganz schön sauer sein auf mich, wenn ich hier sofort darauf schieße, wahrscheinlich. Oh, wobei. Oh, doch, hab direkt 2 Sterne gekriegt. Aua! Mich haben die direkt getötet. Ah, die kannst du nicht mehr. Alles brennt, Mama. Das ist das, was am meisten Spaß macht in GTA. Ja, mit dem Benzinkanister alle. Alles explodiert und brennt und alles ist schön. Oh, da explodieren die Reifen. Brennt der Wagen hier vorne denn auch? Nee, der ist ein bisschen kacke. Oh Gott! Okay, der hat vielleicht doch gebrannt. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online und wir spielen einen Capture-Modus. Im Capture-Modus muss dein Team darum kämpfen, möglichst viele Taschen zurück in die Base des Teams zu bringen. Alles klar, Hadi. Hadi und ich spielen zusammen gegen Christian und Bramme. Aber hier können wir uns noch voll ausrüsten irgendwie. Hier ist noch, nee, das ist ein Pier. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Ja, zur Tasche. Lol, da war doch zu fahren. Stiehl die Reisetasche. Ach, ist die da hinten? Oh. Ich hab Mist gebaut. Komm ich da auch hoch? Wie komme ich denn da hin? Oh oh! Alter! Ich bin down. Oh Gott! LOL! Nein! Peter hat mich gekillt! Christian abgeschossen, Junge. Der kommt sofort. Leben? Wo ist die Tasche denn? Leute, wo rennt man denn hin hier? Ja, sei noch langsamer, du Stück Kot. Peter, ich stehe oben mit dem Auto. Wo oben? Was soll das denn? Jetzt bin ich mit dem Gesicht zuerst aus dem Auto ausgestiegen, oder was? Du bist viel zu weit weg. Da kann der Bram noch auf mich warten. Bram ist down. Lol, immer noch nicht. Okay, jetzt aber sofort. Komm, stirb schon, Junge. Alter, what the fuck? Lol, wie hast du mich denn... Hä? Wie konntest du denn auf mich schießen? Hier, ist abgehauen. Wenn du auf dem Boden liegst. Was? Nein, ich schieß mich ab! Hadi! Nein! Ja, ich saß in dem Auto. So sieht das aus, Christian. Ich hab mal Purzelbaum vom Pier gemacht. Ja. Der ist irgendwo unten. Nein. Belogen. Die irgendwo unten. Ja, die sind unten drunter. Ach, Alter. Der trifft mich nicht, oder? Nein, der trifft mich! Ach man, scheiß Steuerung, ey. Jetzt lauf hier hoch, Fixer. Oder fahr. Ah, die holen gerade die Tasche! Ja, mein Typ läuft so langsam die scheiß Dingens hoch! Alter, die Steuerung ist ja sowas von für ein Arsch. Ja, die Steuerung ist schon... Jawohl. Steuerung. Die Steuerung. Ich warte da! Fick dich. Wo sind die? Irgendwo sind die. Die sind bei mir hinten irgendwo. Scheiße. So weit kann ich nicht schießen. Oh, Leute, ich hab beide gekillt, Junge! Scheiße, das hab ich nicht mitbekommen. So, hier, jetzt pass mal auf. Ach, Scheiße. Adi, kannst du mir erzählen, was du so machst? Wie ist so dein Status? Die Reisetasche wegbringen. Kann nicht wahr sein. Ohne Spaß, der hat dich nicht anvisiert, ist doch scheiße. Ich hab sonst wohin geschossen, schön in den Boden reingebrettet. Ich weiß nicht, wo Christian ist. Leute, die sind ja auch Zivilisten. Ich dachte, das wäre Hardy auf dem Jetski. Nee. Der campt da bei uns am Spawn, der schießt schon auf mich. Nein, wieso lebt der andere Ficker denn noch? Der andere ist auch da. Der schießt auf mich, Peter, töte den! Hadi ist tot! Der eine ist tot! Ja, dann halt ihn auf!
Wo muss ich die... Alter, die schießen schon wieder auf mich. Scheiße! Alter! Hier liegen tote Zivilisten im Wasser, aber... Pass auf, der hat ein Auto, der kommt jetzt hinterher! Komm schon, komm schon, komm schon. Spawne! Alter, jetzt wird mir vorbeigeheizt! Boah, wie der sich einfach... Boah, Adi! Fuck einfach! Ja, ohne Spaß mal, ey! Jawohl. Wie auch einfach nicht gerannt ist. Ja, ich hab den umgefahren. Ja, aber die Tasche, wo ist die Tasche? Alter, ja genau doch, Christian, auf jeden Fall. Christian hat die, glaube ich. Was war das? Die ist bei uns in der Nähe, wir müssen das jetzt nutzen. Ja, der hat mich gerade One-Hit gekillt, Alter. Das stimmt nicht, das war ein ganzes Magazin fast. Oh. Ja, ist Peter. So nice. Oh, ich hab ein Problem. Ah, du Hure! Nein! Nein! Du stehst auf mir drauf! Hammer. Oh! Bram hat die Tasche! Ich! Nein, Bram hat die Tasche, hä? Boah, wie der dich schießt, ey! Wieder! Töte den jetzt! Ich hab den getötet! Fahr weg! Ich hab die Tasche aber nicht, du Bullshit, Junge! Dann nicht. Ja, die töten mich gerade, ich bin down. Moah! Was soll ich denn machen, Peter Smith, ey? Wenn das ein kleiner Schritt zum großen Glück. Ach, jetzt spawn ich wieder am Arsch der Weltgeschichte, ey. Ja, wo ist denn unser Punkt? Ja, der ist ein bisschen weiter vorne, ich bin daran vorbeigelaufen. Ich glaube, wir müssen immer zum Feuer. Oder nehmen wir es mal hier auch immer bei raus. Den komischen. Jawohl! Ah, die haben einen Punkt geholt. Ach, shit. Komm, Alter. Ach, komm, Alter. Lol. Boah, jetzt kletter da hoch, du dumme Missgeburt, ey. Shit. What? Dum, 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 dum. Ist der schon da oben? Nee. Ja. Oh, das ist schlecht. Das war jetzt eher unpassend. Ich hab beide gekillt! Ja, ich hab die Tasche aber noch nicht mal, Junge. Weißt du, wie weit der Weg ist einfach? Das ist gut zu wissen. Check jetzt. Jetzt hat Hadi die Tasche. Oh oh. Jetzt hab ich die Tasche. Wo ist denn der hingefahren? Der hat sein Auto versenkt. Alter, wie die hier auch überhaupt gar nicht richtig in Deckung gehen, ey. Der hat sein Auto versenkt. Wo ist er denn? Die sind da hinten. Wie kannst du mich denn unter Wasser anvisieren? Einen hab ich. Der andere hat sein Auto auch versenkt! Ich sehe den aber nicht. Das ist aber frech. Ja, aber der ist tot! Während man taucht... Man sieht dich halt trotzdem noch. Wo ist er? Noch ein tot? Ja. Hat die... Ja, ich beeil mich ja! Spring doch runter, hier sind doch Autos! So, Peter. Moment, ja, Bram ist an mir vorbeigefahren, der will zum Spawn schon mal fahren. Pass auf, der will dich da abwarten. Ja, ja. Oh oh. Jawohl! Ja, egal, still alive, Nutte. Ja, echt? Halt. Scheiße! Wo muss ich denn jetzt hin, Alter? Zu unserem Spawn! Ja, ich bin gerade angefahren. Der andere Wichser ist aber auch noch. Ja, ich weiß, der hat mich direkt erwischt, ey. Ich hab mich überschlagen! Nein! Oh. Alter, wie spawnen wir denn hier, Alter? Ja, du spawnst halt nicht direkt da. Oh, so, Bram down! Der andere weit weg! Ich muss aussteigen! Boah! Du musst, glaube ich, aussteigen. Ja. Boah, Alter, überall diese Steine, ey. Bleib doch nicht in der Tür hängen, du Hure. So. Ich bin in den Steinen gespawnt. Ja, wir auch die ganze Zeit. Das ist total bescheuert. Meine Fresse, ey. Die Steine gehen ja gar nicht hier. So, Hadi, wir haben einen Punkt gemacht. Das ist gut. Ja. Und ich bin Vollhorst.
Komm, go, go. Ich bin so ein gerade gestorben. Ja. Pass auf, da ist Christian hinter uns! Alter! Oh mein! Jawohl, Double Kill. Das war richtig schön. Komm. Mann, wofür drücke ich denn schon schneller Spawn, wenn ich noch die ganze Zeit 5 Sekunden schwarzen Bildschirm habe? Aber die Tasche ist noch da hinten. Nee, boah, das braucht der ja steht da halt oben drauf, der Wichser. Ja, ist klar, Alter. Oh. Oh, voll in Sicherheit geschüttelt. Oh, was tue ich? Dann steht der wieder auf. Sehr gut. Ich bin auf 2. Ey, kann man anvisiert ins Auto reinballern? Ja. Ja, klar. What the fuck, ey. Fuck, ey. Ja, da machst du gar nichts, ne? Jetzt gerade. Ja, ich steig gerade in der Karre ein. Ja, überschlag dich noch, ey. Alter, fahr ich bin doch, du Wichser! Wie mein Auto nicht mehr gefahren ist, Alter! Ja, ach, die Zeit ist das ein, vorbei. Das ist so ein richtiger Game-Modus einfach. Alter, 22.000 Ich hab grad mein Geld verdoppelt. Wir als Verlierer haben sogar noch 9.000 bekommen, Alter. Das ist voll gut. Meine Fresse. Das war anstrengend. Ist es, ja. Wow. 4 Kills, sagst du? Ach komm, halt dein Maul, ey. Dafür hab ich einen Punkt gemacht. Witzig. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Wir spielen wieder einen Capture-Modus. Ich bin wieder mit Hardy im Team. Und das heißt natürlich offensichtlich, dass ich dem erstmal das Motorrad snacke. Und die anderen beiden sind Christian und Brammen, wie zu erwarten war. Ja, aber ich musste kurz noch warten, bis der den Helm aufgesetzt hat. Achtung. Ja, natürlich doch. Ach, ist klar, Alter. Das war jetzt ein ganz doofer Start. Das war jetzt ein ganz doofer Start. Wir wurden direkt umgeworfen. Vielleicht war das nicht so clever, dass wir auf einem beide Motorrad saßen. Ja. Lol, ja, alles klar. Ich starte erstmal in einer Karre, die am Kopf liegt. So gehört sich das. Ja, der erste Päckchen ist sowieso schon für den Arsch. Das Blöde ist, ich war letztens im Singleplayer. What the fuck? Selber nicht. Alter! Ja, na klar doch! Oh, ich krieg gar nichts gerissen gerade. Ich finde die anderen Päckchen aber auch nicht. Ja, die sind auch. Alter, die sind echt hart zu finden. Boah, guck dir mal an, wie viele Päckchen man holen muss. What the fuck? Oh, ja. Komm. Hadi, lass mal zusammenarbeiten. Ja. Scheiße, Hadi, sind wir vorbei. Ja, aber Hadi hat mich weggerammt. Blöde, Alter, wie weiß. Behindert ist denn das, dass man in dem Auto anvisieren kann? Das kann man doch sonst normalerweise nicht. Fick dich! Das fick das dich! Immer. Nein! Das konnte man überhaupt nicht immer. Oh. Jetzt habe ich Peter auch noch gezeigt, wie man da hochkommt. Das ist so ärgerlich. Das ist voll gut. Da war ich im Singleplayer letztens noch drauf auf dem Gebäude. Das ist eigentlich ein Polizeigebäude, ist da drin. Ja. Hoffentlich stimmt das. Was willst du denn hier? Ey, was macht das denn für einen Vorteil, dass ich in einem Auto sitze, wenn man das... Ja, warum kommst du denn auch zu unserem Spawn angefahren? Hier sind doch gar keine Päckchen, du Affe. Ich will euch hier aufhalten. Christian, wir haben noch gar nichts. Das stimmt nicht. Ja, ich glaube auch. Ich wollte einfach von da oben schießen. Oh oh. Autsch! Alter, kann das sein, dass wir gerade richtig platt gemacht werden? Ja, aber ich verstehe auch echt nicht, warum man das anvisieren kann. Das läuft eigentlich ganz gut gerade. Ja, Hadi, wenn du dann weißt, dass man anvisiert wird. Ja, oder macht das für mich keinen Sinn, mit dem Auto da hinzukommen? Ja, dann fahr da nicht mit dem Auto hin. Oh, Vorsicht, Hadi, komm im Auto! Ah, oh, jetzt komm, nicht mehr. Das ist doch Bullshit. Ist Hadi! Ja, aber wie willst du die denn dann aufhalten? Du musst die nicht aufhalten. Gib doch noch 2 andere Päckchen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du den anderen Modi nicht anvisieren kannst, wenn du im Auto sitzt. Auf jeden Fall! Never ever!
Achso, ja sorry, ich dachte, das dauert länger bei dir. Das weißt du, du wärst länger unterwegs. Gib drei Päckchen, wir kloppen uns die ganze Zeit um eins. Voll geil, und ich fahr auch noch falsch. Oh, scheiße. Hadi, wenn du clever bist, versuchst du einfach eine der anderen Päckchen zu holen. Wenn du clever bist? Das war ja echt ein guter Satz. Syntax-Error, Peter. Wieso? Ja, ich bin down. Oh fuck, nee, das ist nicht gut. Ja, das ist Christian, Taktik geändert schon, fail. Ja, hast recht. Komm, verpiss dich. Verpiss dich! So, das scheint ja ganz gut zu... Was machst du da gerade? Das scheint gut zu funktionieren. Halte die einfach auf. Geh jetzt einfach hier und roller die weg. Das ist gut. Das ist doch voll scheiße! Da kannst du überhaupt nicht. Ja, das ist aber echt voll kacke, hat man im Auto anvisieren kann. Ohne Scheiß. Ist das auch. Komm schon. Mein Gott, wie stört sich die Karre denn bitte? Jetzt holt er sich einfach die anderen Taschen. Sicher. Ich bin ja nicht so blöd wie du und reißt halt 30 mal rein. LOL! Ja, Christian. Okay, ja, aber das hab ich seit der Karre bringt dir nix. Oh, ich komme da nicht mehr drauf vorbei. Oh, oh! Ich helf dir, Peter. Ich glaube, Christian ist hinten bei uns, da wo wir die Pakete abliefern müssen. Okay. Hadi, was machst du gerade so? Da. Du killst Bram. Bram spawn killen. Wir haben ein Problem, die müssen nur noch zwei Päckchen sammeln und dann haben die gewonnen. Machen die aber nicht. Nein. Okay. Warum ist denn das Päckchen hier? Da. Du bist so eine Hure! Ah, oh, guck, ich hab mehrere Wege gefunden. Raus. Hadi steht bei uns vor dem Ding und spawn kennt. Ja, ich auch. Bei denen. Oh nein, wieso braucht der denn so lange zum Aufstehen? Wobei ich spawn. Nee. Ist der Spawn gleichzeitig? Ja, da ist der Spawn. Ja, macht nichts. Wird ja alles funktioniert. Warum? Ja. LOL, du hast den voll über den Haufen gefahren! Ne, ich bin nicht vorbeigefahren. Ah. Der holt sich jetzt wahrscheinlich so ein Package. Ja, macht er auch. Aber wenn du bei denen am Spawn bist, kannst du ja versuchen, den auszuhalten. Ja, aber wenn Bram jetzt kommt, ich muss erst Bram weghauen, das ist das Problem. Okay. Oh, der schießt schon auf mich. Nein! Wobei der Christian nicht anvisiert hat, die Hure. Relevanter wäre. Christian ist durch. Ja, schade. Also, der steht ja immer noch hinter dem Dings. Ja. Wie er schon wieder durchgekommen ist, ey. Aber die hat er einfach nicht drauf. Ja, ich glaube, den Modus hat Hadi echt nicht drauf. Nee. Der hat schon wieder einen Koffer eingesammelt. Wenn der durch ist, dann ist vorbei. Ja, aber Bram ist hier. Das ist jetzt eher schlecht. Ich renn schon. Was kann ich probieren, Hadi? Oh, ich hab den Mikrofon im Mikrofon! Ich hab Christian umgenockt, Peter, aber den wird Bram sich jetzt holen. Ja, okay, schade. Ja, der läuft schon, glaube ich, oder? Ja, der läuft schon zum Koffer in der Chat, kriegen wir nicht mehr. Ja, sicher. Jetzt hat Team Geilheit halt schon wieder gewonnen. In der Tat. Ja, mit zwei Punkten. Bam. Machst du nix? Aber der Modus kann echt halt nicht so viel. Außer man richtig viel Geld beikriegt.
Ja, das stimmt. Ja, das sogar weniger als letztes Mal, ey. Ja, das stimmt. Obwohl wir noch 4000 RP ist doch, glaube ich, auch nicht so wenig. Oder? Ja, da hat mir fast ein Level gegeben. Hat Team Geiler hat gewonnen. Wirklich, Team Geiler so viel mehr. Team Geilheit fickt euch weg. Ja, sicher, ey. Kleiner Ganova. Okay, das war eine neue Runde von den Dingern. Unser Fazit nicht so gut. Ja, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.